Ja, eine der schönsten Geschichten im Neuen Testament ist die Emmaus-Erzählung bei Lukas 24. Die Jünger von Emmaus, sie sind traurig. Sie hatten ihre Hoffnung auf diesen Jesus gesetzt und nun ist er elend am Kreuz gestorben. Sie sind wieder einmal um eine Erfahrung reicher geworden, um eine Enttäuschung reicher geworden. Sie hatten alles auf diesen Jesus gesetzt. Sie hatten gehofft, er würde Israel erlösen. Und dann beginnt dieser Fremde zu erzählen, er ausgehend von Mose und den Propheten und macht ihnen deutlich, er hat doch Israel erlöst, aber in einer ganz anderen Art und Weise. Nicht wie ihr glaubt, in einem politischen Messias, sondern er hat Israel erlöst, wie es bei Jesaja heißt, der Leidensknecht. Er hat alle Schuld auf sich genommen und Israel erlöst, nicht nur Israel, sondern die ganze Welt. Und er lässt sich einladen und während sie zu Tisch liegen, ändert sich die Situation. Normalerweise ist es der Hausvater, der das Brot bricht und austeilt und dem Fremden auch reicht. Nun ist dieser Fremde, er übernimmt jetzt die Rolle des Hausvaters. Er nimmt das Brot, bricht es und während er das Brot bricht, gehen ihm die Augen auf. Er entschwindet ihren Augen, doch er ist ihnen noch viel näher als vorher. Er hat ihnen das eucharistische Brot gebrochen, das er vorher schon verheißen hat im Abendmahlsaal. Und nun in dieser Kraft dieses Brotes vergessen sie alle Müdigkeiten und sie wenden sich zurück nach Jerusalem. Sie eilen nach Jerusalem und während sie den Abendmahlsaal betreten, da schallt es ihnen schon entgegen. Ja, der Herr ist wirklich auferstanden. Er hat sich auch dem Petrus gezeigt. Und da erzählen auch sie, wie sie ihn beim Brotbrechen erkannt hatten. Ja, wir wissen schon, im 3. Jahrhundert war hier der Stadtpräfekt von Emmaus, Julius Africanus mit Namen. Er war ein Heidenchrist und war hier, wir könnten sagen, der Bürgermeister von Emmaus, Stadtpräfekt. Und er zog mit einer Delegation zum Kaiser Egalabalus nach Rom und bat, die Stadt wieder nach römischem Muster aufbauen zu dürfen. Der Kaiser erlaubte es auch und sagte, die Stadt soll jetzt einen neuen Namen bekommen. Emmaus Nikopolis. Und Nikopolis heißt so viel wie die Siegesstadt. Der Kaiser meinte wohl, der Sieg der Römer gegen die beiden jüdischen Aufstände, aber die christliche Version meinte es so, der Sieg des Christentums über das Heidentum. Wir wissen vom Konzil, zum Konzil von Nicea 325 zog schon ein Bischof namens Petrus zu diesem Konzil. Auf dem Konzil von Konstantinopel 381 war auch ein Bischof dabei, also eine blühende Stadt. Während des Araberansturms dachten ja zunächst einmal die muslimischen Eroberer, Emmaus zu ihrer Hauptstadt zu machen, weil sich ja alle den Luxus der damaligen Zeit, der byzantinischen Zeit, aufweisen konnte. Aber es brach ja eine Pest aus, eine Brunnenpest. Und viele Menschen wurden hingerafft. Nach den arabischen Geschichtsschreibern waren es über 20.000, sodass die arabischen Heere, praktisch die Soldaten, diesen Ort verließen, fluchtartig. Und sogar ihr General Abu Aida starb hier bei dieser Brunnenpest, an dieser Seuche. Und hier haben wir sein Grab. Sein Grabmal, hier diese drei Aufbauten. Hier wurde seit dem 7. Jahrhundert das Grabmal des berühmten Abu Aida, des Feldherrn des muslimischen Heeres, verehrt. Die Kreuzfahrer errichteten dann Memorialstätten, und zwar in der Strecke von 60 Stadien von Jerusalem. Es ist auffallend, dass die orientalischen Zeugen, so wie auch der Codex Sinaiticus oder auch Hieronymus, Eusebius, Origenes sprechen von den 160 Stadien, also von Emmaus Nikopolis. Und tatsächlich ist Emmaus Nikopolis die älteste Osttradition von Emmaus. Die biblische Stätte Emmaus war ja jahrhundertelang verschollen, bis zum Jahre 1878, wo die kleine Araberin, so nennt man die Gründerin des Karmels von Bethlehem, Miriam Bavardi, sie war auf einer Reise nach Nazareth und sie fuhren mit einer Kutsche von Bethlehem zunächst einmal Richtung Jaffo. Und hier, dieses graue Gebäude vor uns, das war die Karawanserei damals. Dort hatten sie ihre Pferde gewechselt und der Geist Gottes kam über sie und sie rannte los von dieser Karawanserei, etwa 2 Kilometer quer durch die Felder und blieb auf einem Hügel stehen, vor einer Ruine. Und sie stampfte mit dem Fuß auf die Erde und sagte, das ist der Ort, hier ist die Stelle, wo Jesus seinen Jüngern das Brot gebrochen hat.
Man rief dann Archäologen herbei und tatsächlich, sie fanden eine römische Villa, zwei byzantinische Kirchen, Reste einer Kreuzfahrerkirche, sodass also durch dieses kleine Nichts Emmaus erneut wieder bestätigt und entdeckt wurde. Erst einige Jahre später, dann in den 1920er Jahren, hat die École Biblique unter der Leitung von Père Vincent systematisch 6 Jahre lang Emmaus ausgegraben. Die Kreuzfahrer fanden diese Kirche als Ruine vor, denn wir hatten vorher 614 war der Perseransturm, dann der Araberansturm 638. So bauten die Kreuzfahrer diese byzantinische Kirche nur im Mittelschiff wieder auf. Was wir heute hier sehen, sind eigentlich die Ruinen der Kreuzfahrerkirche. Erst wieder 1993 wurde begonnen, durch das Archäologisch-Biblische Institut der Franziskaner, Studio Biblicum Franziscanum, die Ausgrabung neu aufzugreifen. Und hier entdeckten wir eine römische Grabanlage. Wir sehen hier, da ist die Grabplatte, die war verschlossen durch diese Grabplatte. Und dann in den Eingang, wenn man hineingeht, entdeckten wir 3 Sarkophage in den Felsen geschlagen. Und wir fanden sehr interessante Grabbeigaben wie römische Münzen aus dem 2., 3. Jahrhundert, Gürtelschnallen und vor allem auch dann die Knochen, die untersucht wurden, deuten darauf hin, dass wir hier in einer Grabanlage des 2. und 3. Jahrhunderts sind. Bei der Freilegung des Felsens entdeckten wir hier diesen Grabeingang. Er war verschlossen, zunächst mit diesem einen Stein, wie ein Kork in einer Flasche und dann davor der Rollstein. Und die große Entdeckung war da drinnen. Hier fanden wir 4 Ossuarien, 4 Gebeinkästen aus der Zeit 60 vor Christus bis 70 nach Christus. Da war diese Art der Bestattung üblich. Und wir fanden in diesen Gebeinkästen auch Lampen mit dem Christusmonogramm. Das heißt also Menschen aus dem 1. Jahrhundert, die vielleicht noch Jesus gekannt haben, die vielleicht noch Kleopas gekannt haben, Juden, Christen aus dem 1. Jahrhundert. Ja. Hier kam eine originelle 2-stöckige Grabanlage ans Licht, ein Unikat hier im Heiligen Land. Hier unten der Eingang zu einer Makkabäer-Grabanlage mit den sogenannten Kochim-Gräbern, mit den Schiebegräbern. Der Eingang zu dieser Makkabäer-Grabanlage und im 1. Stock, ein Stück weiter oben, sehen wir eine Grabanlage aus der herodianischen Zeit, ein sogenannter Bankbogengräber. Das erste nicht ekklesiale, nicht kirchliche Gebäude ist wohl hier diese römische Villa, die wir fanden. Wir sehen hier noch dieses Flechtmuster, Mosaik aus der römischen Zeit und hier eine 5 Meter mal 5 Meter große Zisterne, die zum Teil noch nicht ausgegraben ist. Wir haben einmal hier noch aus einer anderen Zeitperiode, aus dem 4., 5. Jahrhundert, das Mosaik, das byzantinische Mosaik. Aber das Interessante an dieser, nennen wir sie mal Wasservilla, ist hier die Wasserleitung. Wir haben hier einen Wasserkanal, der hier das Wasser in 3 Wasserbecken leitet. Unter dieser Kirche, auch im Innenraum, haben wir geöffnet und fanden Mauerreste von einem Gebäude unterhalb dieser Kirche, also von einem römischen Gebäude. Die Mauerreste zogen sich auch hier weiter mit römischen Bossenquadern, mit herodianischen Buckelsteinen, was ein Beweis ist, dass diese aus dem 1. Jahrhundert stammen. So dürfen wir wohl die Tradition auch hier wieder festhalten, dass Kirchen immer wieder auf den Spuren Jesu errichtet wurden, wo Jesus das Brot gebrochen hat, wie hier in Emmaus, dass wir wohl in diesem Haus, unter dieser Kirche, das Gebäude des Brotbrechens haben, wo Jesus den beiden Jüngern sich geoffenbart hat. Hier war eine ganze Reihe von Mosaiken, diese Mosaiken, die auch darauf hindeuten, auf die Tradition von Sozemenes aus dem 5. Jahrhundert, dass Jesus während seines öffentlichen Wirkens einmal nach Emmaus kam und sich in der Quelle von Emmaus die Füße gewaschen hätte. In diesem Mosaik war eine überfließende Quelle dargestellt und Tiere, die aus der Quelle trinken, denn diese Quelle sei dann heilkräftig gewesen für Mensch und Tier, auch mit einer Inschrift, Kyrie Eleison, also die Barmherzigkeitsquelle, nochmal ein Indiz dafür, für diese Tradition aus dem 5. Jahrhundert. Durch die Heiliglandpilger erwacht Emmaus erneut zu neuem Leben.
Viele wandern im Aeolon-Park auf der römischen Straße ein Stück des Weges nach dem Ort der Fractio Panis, des Brotbrechens. Sie erreichen die biblische Stätte und feiern dort Gottesdienst mit dem Auferstandenen. Die Vergangenheit wird in die Gegenwart hereingeholt. Die Gemeinschaft der Seligpreisungen hat in Emmaus eine Niederlassung. Sie leben nicht nur in Emmaus, sondern sie leben auch für Emmaus. Und jedes Jahr bieten die Mitglieder der Kommunität einen Ostermontagmarsch von dem 30 Kilometer entfernten Abendmahlsaal in Jerusalem nach Emmaus an. Am späten Nachmittag erreichen sie den biblischen Ort. Der Patriarch von Jerusalem feiert dann in den Ruinen der byzantinischen Basilika Eucharistie. Das Haus des Kleophas öffnet erneut seine Türen und teilt mit allen das Brot des Lebens.